Das Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz ist eine Einsatz-, Ausbildungs- und Verwaltungsorganisation. Es verantwortet 9 kantonale Mittel für die Ereignisbewältigung, welche im Einsatzverband Bevölkerungsschutz vereint sind. Die schweizerischen Rheinhäfen sind wichtige logistische Knotenpunkte. Die Region Basel ist eine bedeutende Verkehrsdrehscheibe im internationalen Gütertransport. Hier werden rund 10% der Schweizer Importe abgewickelt, in erster Linie Mineralöle. Im Birsfelder Hafen ist beim Ausladen eines Tankschiffes eine große Menge an Öl ausgelaufen. Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Einsatzzentrale in Liestal alarmiert sofort die kantonale Ölwehr in Birsfelden sowie den Einsatzoffizier im AMB. Dieser koordiniert das Vorgehen der Ölwehr, wobei die Einsatzmittel der kantonalen Ölwehr durch die Feuerwehr Birsfelden zum Einsatz gebracht werden. In der Hälfte des Weges teilt sich der Konvoi. Das Fahrzeug mit der Ölsperre fährt zum Rheinufer, während die Besatzung des Pegasus zum Bootshaus eilt, um das Schiff in Betrieb zu nehmen. Gleichzeitig kommt auch das Feuerlöschboot zum Einsatz. Die Einsatztruppe an Land bereitet bereits die Ölsperre vor. Das Team auf dem Pegasus zieht die am Schiff befestigte Ölsperre über den Rhein bis zum Feuerlöschboot. Dieses hat bereits die Boje zur Befestigung der Ölsperre am richtigen Ort in den Rhein gesetzt. Die Crew auf dem Wasser und die Einsatzleitung an Land stehen in direktem Funkkontakt. Zusammen wird entschieden, wie die Ölsperre am besten platziert und das Öl ideal in Richtung Schleuse abgeleitet wird. Dank der optimal platzierten Ölsperre können die Einsatzkräfte das Öl im Schleusenbereich binden und mittels technischer Hilfsmittel entfernen. Dank dem professionellen Einsatz unserer Spezialisten und ihrer Hilfsmittel konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein guter Tag für die Region, ein guter Tag fürs Baselland.